Republik. Aber die letzte Zeit habe ich Co-Produktion gemacht mit den Italienern und das mache ich nie wieder, weil da meinen 5 Leute auf einmal, dass die alle Regie sind und die sagen dir alles, was du zu tun hast, auch wie du das niemals gemacht hast in deinem Leben. Und dann macht man so 10 Minuten ist vorbei und dann, dann sitzt du da und dann, oh, es ist schlimm. Damit habe ich aufgehört, wo du ganz schlimme Sehnen machen musst, wo die Knie bluten oder irgendwas richtig wehtut und da musst du einfach weitermachen. Und, aber mein Mann hat das aufgegeben, so was zu machen mit mir oder irgendjemand anders, weil das sieht man. Ich sehe nicht aus, ob ich glücklich bin. Ich finde es sehr schön. Ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Und ich werde das meinen Kindern auch mal sagen, wenn die alt genug sind, was ich gemacht habe. Aber das ist eine schöne Erinnerung eigentlich, weil wenn ich mal alt bin, dann ist das schön, sowas zu sehen. Als Porno-Queen muss Sarahs Körper den Anforderungen des Geschäfts genügen. Um ihre Brüste leicht zu vergrößern, wurden sie mit Salzwasserlösung aufgespritzt. Mein Traummaße nicht mehr. Das war schon gut für ein Geschäft. Meine Größe war ein kleines bisschen kleiner, als ich jetzt habe. Und ich denke mal, wenn ich mit aufhören, werde ich noch eine Größe kleiner werden. Ich weiß nicht, was das Leben eines Sexsymbols sein soll. Ich glaube, das ist was die Publikum sich einbilden irgendwie, aber die werden ganz schockiert, wenn die herkommen und sehen, dass ich da in die Küche abspüle oder bügeln oder irgendwas. Ich bin ganz normaler Mensch und das gefällt mir auch so. Sarahs Pornokarriere kostete sie Sympathien. Wegen ihrer Arbeit haben die Großeltern den Kontakt zu ihr völlig abgebrochen. Auch zu ihrem Vater hat sie ein distanziertes Verhältnis. Den Alltag auf Ibiza teilt Sarah mit ihrer Mutter Sue. Diese wacht nun als heimliches Oberhaupt über das Wohlergehen ihrer Tochter. I'm not afraid for Sarah in the business. I'm afraid maybe what it does. Ich habe keine Angst um Sarah im Geschäft. Ich fürchte nur, dass es ihrer Seele schaden könnte. Es geht nicht um Krankheiten wie AIDS oder so. Das ist wirklich nicht das Problem. Both Hans and Sarah. Hans und Sarah sind auch sehr gegen Drogen eingestellt. Sarah und die Männer lassen sich vom Arzt untersuchen. Das heißt, sie müssen einen AIDS-Test machen, um überhaupt mitarbeiten zu können. Deshalb bin ich auch nicht wegen ihrer Gesundheit beunruhigt, sondern habe einfach Angst um sie selbst. Ich hoffe, dass sie mir Enkelkinder schenkt, und zwar bald. Ich finde, sie sollte Schluss machen. Sie hat hart genug gearbeitet. Ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit, um aufzuhören.